Ja, ich begrüße Sie zu unserer Open Lecture hier diesem Online-Raum. Heute ist das Thema, wie begegnen wir der aktuellen Krise in den Hochschulen? Ich freue mich, dass wir zwei Gäste begrüßen können. Zum einen Laura Otto von der Uni Duisburg-Essen. Sie ist dort zuständig für die E-Learning-Koordination. Und zum anderen haben wir Nicole Engelhardt in der Runde. Sie betreut das E-Learning in der Koordinierungsstelle der Fernuniversität in Hagen. Also zwei Personen, die ganz nah am Geschehen sind, die uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben können in die Frage, was passiert an den Hochschulen eigentlich? Was sind die Probleme aktuell? Wie gehen die Lehrenden mit diesen Herausforderungen um? Wir alle sind irgendwo unterwegs. Wir sind alle versuchen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Aber wie gesagt, die beiden, glaube ich, können uns vielleicht hier ein bisschen einen Einblick geben in die aktuellen Herausforderungen. Ja, wir sind in der Open Lecture des Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Einmal die Woche geht es um ein Blitzlicht. Wir sprechen mit verschiedenen Personen aus den verschiedenen Bildungssektoren und möchten da ein bisschen einen Einblick bekommen und auch geben im Dialog zu der Frage, wie bewältigen die Bildungssektoren eigentlich die aktuellen Herausforderungen? Laura Otto, wie ist Ihre persönliche Situation? Die ganze Zeit zu Hause, Homeoffice, muss man sich das ganz vorstellen, so wie es uns allen geht? Oder wie sieht Ihre Situation aus? So in etwa, man kämpft dagegen an, dass an die Decke auf den Kopf fällt. Nein, also generell sitze ich wie mein gesamtes Team auch schon seit einer längeren Weile im Homeoffice. Am Anfang war das eine sehr, sehr große Umstellung, da ja wirklich, vor allem wenn man viel im Team arbeitet, da der persönliche Kontakt fehlt und auch mal das eben kurz ins Büro nebenan gehen und sich austauschen über bestimmte Punkte. Aber genau da helfen dann ja auch dann durchaus die digitalen Medien, dass man sich trotzdem sehen kann, dass man trotzdem im Team gut zusammenarbeiten kann und dennoch irgendwie das Gefühl hat, immer noch den persönlichen Kontakt weiterzuhaben. Also Beratung aus dem Homeoffice heraus. Nicole Engelhardt, ist das an der Fernuni immer schon so gewesen, dass man eigentlich im Grunde genommen auch das meiste über Online-Medien gemacht hat? Oder gab es da doch eine einschneidende Veränderung für euch? Für uns gab es da auch eine einschneidende Veränderung. Nee, ganz klar. Also auch wenn wir eine Fernuniversität sind, wir arbeiten in der Regel in Hagen. Gerade in meinem Team hatten wir jetzt vorher auch schon Homeoffice-Anteile, teilweise 1 bis 2 Tage die Woche. Das kommt so ein bisschen drauf an. Und insofern sind wir durchaus schon geübt im Team darin, auch medial zusammenzuarbeiten. Was wir vorher auch schon gemacht haben, sind Teamsitzungen, die wir hybrid durchgeführt haben. Also der Teil, der vor Ort ist, der trifft sich halt in einem Raum und wir schalten dann über Adobe Connect die nicht dabei sind, quasi online dazu. Das, was sich jetzt verändert hat, ist, dass wir von heute auf morgen quasi alle zu Hause waren und das auch 5 Tage die Woche. Und das ist schon noch eine ganz andere und neue Situation für uns. Also klar hat das auch bei uns Auswirkungen auf die Kommunikation. Wir sitzen allerdings auch in Hagen an 3 verschiedenen Stellen. Also auch da hat die digitale Kommunikation für uns schon eine ganz große Bedeutung eingenommen. Und ich habe den Eindruck, wir waren relativ gut vorbereitet auf diese Situation. Wir sind auch von der Infrastruktur her darauf vorbereitet. Also jeder aus dem Team hatte schon ein Notebook. Netzanbindung zu Hause klappt in der Regel auch relativ gut. Also insofern schon eine Umstellung, aber ich habe den Eindruck, gut vorbereitet und auch unsere Beratungsangebote etc. haben wir vorher auch teilweise schon gemacht, weil halt gerade unsere Lehrenden nicht unbedingt vor Ort sitzen. Also dann ist eher das Thema andersherum und insofern kennen wir das quasi alles. Wenn wir uns das mal näher anschauen an der Fernuni, wie funktioniert denn da eigentlich die Beratung? Also wie muss man sich das vorstellen? Was sind die entscheidenden Ansatzpunkte für Beratung? Sind das die einzelnen Lehrkräfte? Sind das Studiengänge an sich? Sind das auch Studierende im Grunde genommen? Was sind da die Beratungsanlässe bei euch? Die Beratungsanlässe sind sehr unterschiedlich. Wir sind hauptsächlich Ansprechpartner für unsere Lehrenden an der Universität. Insofern
hat das schon eine ganz starke Zielrichtung. Wir beraten teilweise auch Studiengänge oder Zentralbereiche von Fakultäten beispielsweise. Also unser Studiummodell ist ja ein Blended Learning Modell. Auch wir verzichten nicht komplett auf die Präsenz, sondern legen großen Wert darauf, dass auch wir eine Präsenz haben. Das wird teilweise unterstützt von sogenannten Mentoren und Mentorinnen, die in den Regionalzentren für uns dann entsprechend tätig sind. Und die werden teilweise über die Dekanate beispielsweise koordiniert. Und mit denen arbeiten wir dann auch zusammen und überlegen, okay, wie können wir jetzt die Mentoren bestmöglichst unterstützen. Die setzen, also haben auch vor Corona schon auf Hybrid-Technologien gesetzt, sodass sie in die Regionalzentren gehen können, dort eine Präsenzveranstaltung durchführen, aber Studierende gleichzeitig quasi auch online mit dabei sind. Und genau das sind Szenarien, wo wir jetzt dann überlegen, wie können wir das Ganze auch komplett online umsetzen. Größte Herausforderung dabei ist tatsächlich, oder sind so Fächer, wo man Formeleingaben hat, wo es einfach um Handschriftliches geht und wo man Tablets oder ähnliche Hardware momentan benötigt. Ansonsten ist das eigentlich auch alles abbildbar. Aber das ist jetzt so ein klassischer Beratungsfall, den wir haben. Aber wir haben natürlich auch Themen ganz normal zum Moodle-Einsatz. Das ist unser Learning-Management-System, was wir verwenden. Ein ganz großes Thema, was jetzt viele von uns bewegt, ist natürlich auch das Thema Prüfung. Da stehen wir vor exakt den gleichen Herausforderungen wie jede andere Hochschule auch und müssen überlegen, wie gehen wir jetzt mit den ausgefallenen Prüfungen um, von den Klausuren bis zu den mündlichen Prüfungen. Ja. Genau. Auf die Prüfung wollte ich nochmal ganz speziell eingehen, weil das, finde ich, ist schon jetzt auch noch einmal ein ganz wichtiges Thema. Otto, an der Uni Duisburg-Essen, ist da die Beratung angelegt? Was sind da für Beratungsanlässe, die besonders typisch sind für die Beratungsarbeit? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also erstmal haben wir jetzt auch in der jetzigen Zeit neue Beratungskanäle geöffnet. Da haben wir zum Beispiel speziell eine Hotline für die Lehrenden eingerichtet, an die sie sich wenden können mit speziellen Fragen. Da kommen vor allem momentan technische Fragen rein. Also prinzipiell können wir stolz sagen, dass wir feststellen, dass wir da ganz gut aufgestellt sind rein infrastrukturell. Aber natürlich kommt es aufgrund der enormen Belastung momentan, der enormen Nutzung der verschiedenen Systeme, wie zum Beispiel Moodle, kommt es dann natürlich auch zu temporären Beeinträchtigungen. Und da kommen dann vor allem in der Beratung in diesem Hinblick sehr, sehr viele Fragen. Was tue ich, wenn mir mitten in meiner Online-Veranstaltung auf einmal das Videokonferenz-Tool wegbricht? Mhm. Das sind so die klassischen Ansätze, wo dann wir den Lehrern versuchen zu helfen und da halt auch vielleicht alternative Möglichkeiten zu finden zu der klassischen Online-Vorlesung. Mhm. Kann es sein, dass das im Grunde genommen jetzt die Beratung sehr stark sich eigentlich auch auf Ad-Hoc-Hilfe bezieht, also wie komme ich da rein, wie geht das, was gibt es für Möglichkeiten, dass so diese grundsätzliche Unterstützung eigentlich jetzt eher schwierig fällt, oder? Genau, also es sind dann oft leider auch oder auch Probleme, wo man ad hoc nicht helfen kann. Wir merken das zum Beispiel auch viel bei den Studierenden. Leider fehlen da oft die technischen Voraussetzungen so ein bisschen, damit die Online-Lehre 1:1 ohne Probleme funktionieren kann. Zum Beispiel merken wir mittlerweile, dass nicht jeder Studierende oder jede Studierende über ein stabiles WLAN-Netz verfügt. Oder wir merken einfach, dass es da einfach Probleme mit der Bandbreite mitunter gibt. Und das sind dann leider in dem Moment Probleme, wo wir ad hoc nicht helfen können. Das sehen wir auch ein bisschen als die große Herausforderung momentan in der Corona-Zeit, dass vor allem die Studierenden da vor technischen Herausforderungen stehen. Ja, Nicola Engelhardt stimmt zu. Technische Herausforderungen bei den Studierenden, waren die immer schon ein Thema oder sind die jetzt ein spezielles Thema? Nö, also für uns ist es tatsächlich eher Alltagsthema. Damit, ja. Also das haben wir quasi schon, also seitdem wir digital sind, haben wir natürlich mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Unsere Studierenden sitzen im Großteil im deutschsprachigen Raum, aber prinzipiell weltweit. Und nicht nur in Deutschland gibt es noch Grauzonen, wo die Bandbreite sehr schlecht ist, sondern weltweit haben wir das halt auch. Und da müssen wir natürlich immer gucken, wie können wir diese Studierenden auch entsprechend versorgen, damit die ihr Studium bei uns auch adäquat absolvieren können.
Die Antwort der Fernuni heißt, Sie haben eine Druckerei, oder? Die Antwort, ja, also wir haben weiterhin unsere Studienbriefe, ganz klar. Auf die legen wir auch weiterhin Wert, wobei wir auch ja, auf viele Studierende müssen, ja auch, ja, genau. Mhm. Genau, also ja. Es ist auch, also die Nachfrage ist entsprechend da und es wird bei uns auch beides nachgefragt. Also ja. Wir haben sowohl die Digitalvariante als auch die Printvariante und ich meine, wenn man die Medien miteinander vergleicht, beide haben ihre Vor- und Nachteile und eigentlich ergänzen sie sich sogar ganz gut. Also von daher, ich finde, da spricht noch nicht mal was dagegen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Varianten. Also wenn es um, wir machen ja relativ viel auch mit Videos, mit Aufzeichnungen etc. Wenn wir so etwas zur Verfügung stellen, dann gibt es auf der einen Seite den Stream, der ist aber beispielsweise auch sehr schlecht abrufbar in Gegenden, wo die Bandbreite gering ist, sodass wir für solche Fälle in der Regel auch einen Download zur Verfügung stellen. Also wir gucken schon auch bei anderen Medien, welche Alternativen können wir noch anbieten. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ich denke zum Beispiel auch das telefonische Einwählen in so eine Konferenz ist ja auch eigentlich eine Technik, die nicht unwichtig ist. Wir haben auch, wenn wir mit, wir machen weiterhin viel mit Adobe Connect am Learning Lab und ich finde, da ist die Möglichkeit, telefonisch sich einzuwählen, eigentlich auch eine nicht unwichtige, unwichtiger Kanal im Grunde genommen teilzunehmen. Also insofern, eigentlich haben wir schon viele Möglichkeiten, ja, uns darauf letztlich einzustellen. Bleiben wir noch mal kurz bei den technischen Aspekten. Also meine Mitarbeitenden haben am Anfang gesagt, das schafft die Uni nie, die Technik bereitzustellen an den ersten Tagen, in den ersten Tagen der ersten Woche. Aber Duisburg-Essen kann doch sagen, eigentlich technisch der Betrieb war, in dem Sinne, der Start lief doch recht gut, oder? Ja, dem würde ich so auf jeden Fall zustimmen. Auch da zeigt sich wieder, auch wenn wir eine Präsenzuni sind, merkt man doch schon, dass die Digitalisierung sehr stark implementiert ist bei uns in der Lehre, auch dank der Strategie zur Digitalisierung im Studium und Lehre. Und das zeigt sich jetzt gerade sehr dankend. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind gut ausgestattet. Es gibt auch vereinzelt Mitarbeiter, die auch schon Lehrvideos im Voraus produziert hatten, auch vor Corona. Natürlich kommen vereinzelt immer wieder mal Anfragen rein, gerade zu Hardware-Problemen. Da können wir leider momentan auch nicht helfen, da aufgrund von Corona unsere Medienausleihe geschlossen ist. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr, sehr positives Bild, muss man sagen. Ja, auch also, weitaus besser, als zuerst erwartet wurde. Ja, ja, ja. Ja, nein, nein, also das ist ja wichtig, dass man das auch feststellt. Zumal auch Duisburg-Essen sozusagen so eine gestaffelte Angebot hat für zum Beispiel Videoconferencing eben halt nicht das eine Tool, sondern eine ganze Palette an möglichen Tools, was möglicherweise Verunsicherung schafft, aber doch wichtig ist halt doch in einer gewissen Bandbreite zu, glaube ich, da Produkte auch vorzuhalten. An der Fernuni war das für die Studierenden eigentlich kein besonderer Unterschied im Semesterstart, oder? Das sind immer, wir haben 80.000 Studierende, wenn ich das aus der Statistik erfahre. Und 80.000 Studierende auf Moodle, da brauchst du schon einen gut ausgestatteten Server. Aber im Grunde genommen war das in diesem Semester ja keine besondere Situation, oder doch? Nee, also Moodle überhaupt gar keine besondere Situation. Wir sind ja auch ganz normal am 1.4. quasi an Semesterstart rangegangen. Ich sag mal so, die klassischen Systeme, die wir in der Lehre einsetzen, die halten das alle aus. Die Performanceprobleme, die haben wir schon vor Jahren gelöst. Ja. Die hatten wir natürlich auch irgendwann mal und ja. Mussten wir angehen. Von daher ist das relativ unkritisch gewesen. Das, was uns aktuell so ein bisschen einholt, und da sind die Präsenzhochschulen tatsächlich uns jetzt ein wenig voraus, ist das Thema Webkonferenz. Also wir haben noch so ein bisschen gepokert an der Stelle und gehofft, dass wir Präsenzen vielleicht doch wieder etwas früher anbieten können. Das ist jetzt nicht der Fall und insofern wird bei uns gerade auch viel aus der Präsenz jetzt in den Online-Raum quasi verlegt, sodass wir da auch nochmal nachliefern müssen und Lizenzen ausbauen müssen etc. Das, was uns tatsächlich am Anfang sehr gerettet hat und also eine Entscheidung, über die wir die letzten Jahre sehr häufig nachgedacht haben und jetzt nicht bereut haben, ist, dass wir Adobe Connect quasi selber hosten lassen.
dass wir nicht auf den DFN gebaut haben. Ansonsten ja, hätten wir wahrscheinlich genau das gleiche Problem gehabt wie alle anderen Hochschulen zu dem Zeitpunkt auch. Damit waren wir aber die erste Zeit erstmal sehr stabil und jetzt müssen wir einfach ausbauen. Wir werden auch noch ein zweites System hinzu anschaffen oder in Betrieb nehmen sozusagen. Das läuft aber eigentlich auch alles recht gut und flüssig, würde ich sagen. Ja. Gut, lassen Sie uns zu den didaktischen Szenarien kommen. Wie lehren die Lehrenden momentan? Auf der einen Seite haben wir natürlich die Lernplattformen. Gut, die einen mehr, die anderen weniger haben Materialien aufs Netz gestellt. Sie haben das jetzt in Windeseile versucht, irgendwie auch nachzuholen. Ist es das? Was machen die Lehrenden? Wie müssen wir uns typische Szenarien vorstellen, Frau Otto? Ja, also wenn wir gerade in die didaktische Beratung reingehen, unterscheiden wir meist für uns zwischen der synchronen Lehre und der asynchronen Lehre, sprich die synchrone Lehre, die zeitgleich stattfindet, zum Beispiel Webkonferenzen, Videokonferenzen, und der asynchronen Lehre, also zeitunabhängige Kommunikation. Das wären dann Formate wie Lehrvideos erstellen und die anschließend auf Moodle hochladen, über ein Forum kommunizieren. Tendenziell werden wir momentan mehr synchrone Formate benutzt. Es ist natürlich auch der am naheliegendsten Ansatz, einfach die Präsenzformate, die man ja schon kannte, Seminare, Tutorien oder auch Vorlesungen, mithilfe von Videokonferenztools umzusetzen in synchrone Formate. Wir empfehlen aber auch, oder wir versuchen momentan ein bisschen mehr diese asynchronen Formate zu bewerben, einfach weil die asynchronen Formate, die erfordern zwar eine größere didaktische Umstellung, man muss natürlich seine Veranstaltung didaktisch umkonzipieren, aber es ist einfach, gibt einfach den Vorteil, dass auch Studierende, die vielleicht jetzt nicht über die beste Bandbreite verfügen, da jetzt nicht Gefahr laufen, zum Beispiel aus einer Videokonferenz rauszufliegen, sondern sich diese Formate, zum Beispiel Lehrvideos, also ihren Voraussetzungen entsprechend anzuschauen. Und das ist etwas, was wir gerade auch versuchen, immer weiter zu bewerben. Da ist natürlich ein bisschen die Herausforderung, also gerade das zeigt meiner Meinung nach Corona momentan sehr extrem, dass Chancen und Herausforderungen sehr stark Hand in Hand gehen. Wir haben eine große Bandbreite an Tools und an Systemen, die wir anbieten. Das ist aber natürlich auch am Anfang relativ schwierig, dadurch zu navigieren. Da herauszufinden, was ist jetzt das richtige Tool für meine Veranstaltung, für meine Bedürfnisse, und da halt auch irgendwann zu merken, okay, man kann halt auch diese Tools individuell anpassen und individuell miteinander kombinieren. Ja. Weil das ist natürlich am Anfang, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ein letztes Angebot und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Ja, also bleiben wir nochmal bei dem Thema synchrone Tools. Diese Beobachtung, dass die Lehrenden versuchen, ihren Unterricht 1:1 mit den Tools umzusetzen, das ist natürlich naheliegend und das ist möglicherweise auch schon eigentlich dann eine mögliche Frustration, die die Lehrenden relativ schnell machen und auch die Studierenden wahrscheinlich etwas verunsichert, vor allen Dingen, wenn sie das die ganze Woche über bewältigen müssen. Nicole Engelhardt stimmt zu. Wie würdest du das einschätzen? Ja, also letzten Endes hast du das ja ganz am Anfang oder im Vorgespräch quasi schon gesagt. Das führt ja genau dazu, dass wir 6 bis 8 Stunden am Tag quasi vorm Rechner sitzen und abends völlig erschöpft davon sind, weil wir uns so sehr auf diesen Kanal konzentrieren müssen. Und da ist auch mein Eindruck, wozu? Also wozu braucht es denn immer dieses Live-Format? Das ist ja überhaupt nicht erforderlich. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass häufiger die Frage gestellt wird, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also was ist denn mein Lehrziel? Und das müssen, also das ist, glaube ich, eine Frage, die wir einfach immer wieder stellen müssen und die wir mitgeben müssen, damit darüber nachgedacht wird und dann geschaut wird, okay, wie kann ich das Ganze denn jetzt medial eigentlich bestmöglichst gestalten? Und die Erfahrung, also ich versuche auch ganz viel im Austausch mit anderen Hochschulen zu sein und wenn wir da irgendwie mitbekommen, wie das an anderen Hochschulen funktioniert und auch Studierende einfach mal die Entlastung erleben, dass sie
dass sie quasi sich mit den Materialien dann beschäftigen können, wann es für sie passt und so intensiv beschäftigen können, wie sie das gerade brauchen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität auch von Lernen letzten Endes mit sich bringt. Ne? Ja, das Schwierige ist nur, dass sozusagen während der Krise auch noch die Innovation gleichzeitig auch noch sozusagen mit aufzusatteln. Das ist ja eigentlich etwas, was in dem Sinne fast zum Scheitern, könnte man sagen, zu verurteilt ist. Aber ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, ich werde in Interviews gefragt, sind denn so nach dem Motto, sind die Dozenten denn zu blöd, diese Software zu bedienen und muss man die nicht einfach schulen da drin, diese Software zu bedienen und wieso klappt das eigentlich nicht so einfach? Ne? Und ich finde, das ist gar nicht so einfach klar zu machen, dass das andere Arten von Routinen braucht, dieses Umgehen. Und ich höre aus Hagen, dass es ja auch für einen jungen Professorin, der die nach Hagen kommt, die brauchen ja auch Semester, bis sie sich darauf einstellen, überhaupt auf diese Lehrsituation. Und jetzt müssen wir alles in einem Semester, in wenigen Wochen machen. Wir haben die technischen, Technik ist am Limit und gleichzeitig die didaktische Innovation. Das glaube ich, alles in allem eigentlich schon eine enorme, schwierige Situation, oder? Ja, also sehe ich auf jeden Fall auch so und prinzipiell halte ich es auch nicht für den schlechtesten Weg, tatsächlich erstmal den einfachen Weg zu gehen und auch was in Präsenz anzubieten oder vielleicht auch mal eine einfache Aufzeichnung zu machen, also ein Screencast oder ähnliches, was ja auch relativ schnell produziert ist. Das sind natürlich auch schon wieder zwei unterschiedliche Wege, wie ich etwas bereitstelle. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Also Anforderungen sind auf jeden Fall da. Aber ich glaube, es ist ein Weg, um sich langsam dem Ganzen annähern zu können. Und das sehe ich auch gerade so ein bisschen als Herausforderung für die Beratung, da vielleicht auch die Anforderungen der Lehrenden an sich selbst auch ein bisschen zu reduzieren und das ein bisschen zu steuern und zu entschleunigen, sage ich mal. Also ich glaube, was es unbedingt braucht, ist nach der Corona-Zeit nochmal so ein Innehalten und eine Reflexion, um dann zu schauen, was können wir aus dieser Zeit eigentlich mitnehmen, wo müssen wir auch nochmal nachjustieren. Also momentan passiert sehr, sehr vieles einfach ad hoc und das ist, ich finde, in der Krisensituation auch prinzipiell erstmal okay. Also da will ich gar nicht dran rummeckern. Aber es braucht auf jeden Fall irgendwann nochmal dieses Innehalten und Nachjustieren, in welcher Weise auch immer. Weil also ich glaube, dass wir gerade sehr, sehr viele Chancen tatsächlich auch haben und dass es auch toll ist, dass Menschen sich jetzt mit den digitalen Medien auseinandersetzen und auch erleben, ach, so schwer ist es gar nicht. Also das kann man ja auch tatsächlich gut einsetzen und die Potenziale kennenlernen. Aber natürlich muss man dann nochmal schauen, okay, wie will ich das jetzt eigentlich langfristig und sinnvoll in meine Lehre integrieren? Und meine große Sorge momentan ist auch, dass wir die Studierenden auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren dürfen, weil ich glaube, die fordern wir momentan damit auch extrem. So, und mit denen sollten wir auf jeden Fall auch im Austausch bleiben. Mhm, ja, ja. Ja, also Chancen, neue, andere didaktische Konzepte zu entwickeln, bestehen einerseits. Aber die Frage bleibt natürlich, inwiefern das jetzt einfach ein Notbetrieb ist oder inwiefern diese Zeit tatsächlich zu einer Veränderung auch von zu einer Entwicklung von didaktischen Routinen beitragen wird. Ich würde Frau Otto noch mal fragen wollen, wenn wir uns verschiedene Fächer anschauen, kann man da unterschiedliche Zugangsweisen zwischen den Kollegen beobachten? Wenn Sie es noch einmal ganz kurz wiederholen, macht das sich gerade die Verbindung etwas abgehackt. Kein Problem. Die Frage wäre, gibt es unterschiedliche Zugänge von den Fächern, also zwischen den Fakultäten? Kann man da Unterschiede feststellen, wie die damit umgehen? Ja, also man merkt natürlich, dass manche Fakultäten schon im Voraus auch einfach aufgrund ihrer Studieninhalte mehr mit didaktischen Medien geupdatet haben als andere. Aber generell muss ich sagen, dass da wirklich aus vielen Fakultäten hervorragende Beispiele und auch wirklich sehr ermutigende Beispiele kommen. Also es gab einige Dozenten aus unterschiedlichen Fakultäten, die von sich aus sofort Moodle-Beispielräume erstellt haben, Baukastenräume erstellt haben, die auch wirklich
uns als Beratungsorgan sehr, sehr unterstützen, indem sie selber in ihrer Fakultät zeigen, wie gute Lehre mit Hilfe von didaktischen Medien funktionieren kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch komplett fakultätsübergreifend, dass man da schon die Chancen der digitalen Medien, des E-Learnings definitiv sieht. Ich meine, gerade Begriffe wie Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Flexibilisierung der Studienbedingungen, das betrifft jede Fakultät, unabhängig von den einzelnen Disziplinen. Und das merkt man schon momentan, die Bemühungen sind da durchaus fakultätsübergreifend. Wenngleich jetzt Sie natürlich schwergewichtige Schlagworte eingebracht haben, Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe. Die Diskussion geht ja auch dahin, dass diese aktuelle Situation ja eigentlich Bildungsungerechtigkeit produziert. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können gar nicht so leicht ihrer Lehre nachgehen. Die Idee, dienstags um 10, mittwochs um 10 einfach immer bereit zu stehen, jetzt für ein synchrones Meeting, ist nicht jeder Mutter, jedem Vater in der jetzigen Situation einfach möglich. Wir haben eben schon gehört, auch für Studierende ist der Zugang nicht immer selbstverständlich möglich. Also insofern schon auch ein bisschen die Frage, haben Sie Eindrücke dafür, dass diese jetzige Situation durchaus auch bestimmte Probleme verschärft? Sie verschärft definitiv gewisse Probleme. Vor allem dieses Problem mit technischen Voraussetzungen und auch dieses Problem, das merken wir auch im Team von Kollegen und Kolleginnen, die selber Kinder betreuen momentan. Aber genau an der Stelle zeigt sich meines Erachtens auch der Vorteil von E-Learning. Wir haben die Möglichkeit für asynchrone Formate, man kann wunderbar Lernvideos erstellen. Die Tools dafür sind teilweise sehr intuitiv. Und diese Möglichkeit besteht, dass man quasi die Lehre mehr in Form von Materialien auf einer Plattform wie Moodle bereitstellt, dass man es so aufziehen kann. Und ich hoffe einfach, dass die momentane Situation auch den Lehrenden zeigt, dass es ein gutes Mittel ist, den Studierenden einen größeren Zugang zu dem Studium zu ermöglichen. Ja, und die Fernuni ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, wie Medien grundsätzlich für eine Hochschule ein wichtiger Bestandteil sein können, um in der Breite Menschen adressieren zu können, die letztlich an einem traditionellen Studium nicht unbedingt so einfach teilnehmen können. Also das ist ja immer schon eigentlich die Mission einer Fernuniversität gewesen. Spürt ihr das eigentlich, dass ihr auch andere gesellschaftliche Aufgaben habt durch die mediengestützte Lehre, oder spürt ihr das gar nicht im Alltag? Wahrscheinlich wird es irgendwie normal, oder? Ja, ich überlege jetzt gerade, ob es die Medien sind oder ob an der Stelle nicht tatsächlich der ursprüngliche Gedanke des Distance Learning noch trägt in gewisser Weise. Also mir gehen gerade mehrere Gedanken durch den Kopf. Also das eine ist, oder was wir sehr stark spüren, ist, die Fernuniversität hat den Auftrag, unter anderem auch ein Bildungsangebot für Inhaftierte zur Verfügung zu stellen. Genau. Das ist eine Gruppe, die ist nicht sonderlich groß, aber die ist für uns sehr real und sehr präsent. Und die erreichen wir natürlich auch über die entsprechenden Medien. Das, was wir momentan beobachten, und da wissen wir zum Beispiel auch gerade gar nicht genau, woran liegt das. Also unsere Studierenden sind ja tendenziell erstmal älter als Studierende an der Präsenzhochschule. Die 80% unserer Studierenden sind berufstätig, Pi mal Daumen um die 30. Also das ist so der Knubbel, den wir haben. Und was wir momentan erleben, ist eine erhöhte Anmeldung beispielsweise zu unseren Mentoriaten. Und ich weiß gar nicht genau, woran das jetzt liegt. Ob das daran liegt, dass wir die jetzt auch vermehrt online anbieten und nicht mehr an irgendwelchen Standorten innerhalb Deutschlands. Oder ob es daran liegt, dass die Menschen vielleicht sogar mehr Zeit haben momentan. Also mein Eindruck ist, durch Corona ist ja alles so ein bisschen so aus der Balance geraten. Und die einen arbeiten sehr viel, aber es gibt halt auch viele, die gerade von Kurzarbeit betroffen sind. Was wären Mentorate? Mentoriate. Also das sind die Veranstaltungen, mit denen wir unsere Lehrveranstaltungen quasi parallel unterstützen. Also sowas wie Übungen oder Repetitorien oder ähnliches fällt darunter. Das nennen wir so. Ja. Und
genau, um jetzt nochmal zurückzukommen, also eine These, wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, was dahinter steckt, ist, dass einfach bei unseren Studierenden aufgrund der Corona-Situation vielleicht auch gerade jetzt etwas mehr Zeit für das Studium haben. Kann auch sein, dass das falsche These ist, also gerade die familiären Verpflichtungen nehmen ja auch zu. Keine Ahnung, also das müsste man eigentlich mal erforschen, aber ja. Ja, ich meine, was mir durch den Kopf geht, ist, wir schauen natürlich sehr stark danach, wo gibt es Einschränkungen für Menschen, die zum Beispiel jetzt Schwierigkeiten haben, aufs Netz zuzugreifen, durch Bandbreite, die Schwierigkeiten haben, durch fehlende technische Ausstattung. Allerdings denke ich, wir übersehen, dass Menschen durch die digitale Technik auch teilweise leichter Zugang haben. Also ich denke an den Rollstuhlfahrer, der nicht so leicht in der 6. Etage mal eben um 11:45 hochfahren kann und die 4 Türen aufkriegen muss. Ich denke an die Menschen, die nicht so gut lesen können, weil sie sehbehindert sind oder hörbehindert sind, die vielleicht jetzt leichtere Möglichkeiten haben, eben halt auf diese Materialien zuzugreifen. Also sozusagen, ich finde, das ist typisch, dass wir jetzt schauen darauf, oh, das Digitale, welche Grenzen setzt es? Und ein Student, der ein schlechtes WLAN hat, ist dann sozusagen der Beleg, dass das ja jetzt ganz schwierig ist. Aber wir schauen eigentlich nicht auf die Menschen, die möglicherweise vielleicht sogar leichteren Zugang haben. Also zum Beispiel auch dadurch, dass sie, wenn sie es asynchron zur Verfügung haben, sich das auch tatsächlich besser einrichten können. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das ihr auch wahrnehmen könnt, ob wir vielleicht auch Menschen durch die Medien auch besser teilweise erreichen können. Also bei uns würde ich jetzt sagen, das ist quasi auch eine der klassischen Klientels, die wir an der Fernuniversität haben. Und da würde ich jetzt all die Thesen, die du gerade gesagt hast, quasi unterstützen wollen. Das nehmen wir halt auch wahr. Also das hat jetzt weniger was mit Corona zu tun. Ja, sondern, genau, das ist schon die allgemeine Situation. Ja, genau. Dadurch, dass wir die Medien einsetzen, dadurch, dass wir asynchrone Medien einsetzen und dass wir auch eine Medienvielfalt einsetzen, können wir natürlich auch deutlich mehr Menschen erreichen. Mhm. Gut, lassen wir uns über Prüfungen reden. Nachdem wir jetzt ja irgendwie den Start in das Semester mental irgendwie uns klar ist, das ist jetzt so, geht es schon auch ein bisschen um die Frage der Prüfungen. Und ich denke an die Uni Duisburg-Essen, die beispielsweise sehr viel Arbeit sich macht mit einem Prüfungszentrum, mit einem digitalen PC-gestützten Prüfungszentrum, was so jetzt, denke ich, nicht genutzt werden kann. Da sind wir irgendwie hilflos, oder? Laura Otto, was sind da die Überlegungen in Duisburg-Essen? Also die große Frage, die uns ja alle beschäftigt, vor allem im Hinblick auf Online-Prüfungen, ist die große Frage nach der Rechtssicherheit. Na, also wie stellen wir sicher, dass derartige Prüfungen auch wirklich rechtssicher sind? Und das ist vor allem auch eine Frage, die wir alleine als Hochschule nicht klären können. Das ist etwas, da sind wir auch darauf angewiesen, dass auch auf höheren Ebenen Aussagen zu getroffen werden. Von daher sind wir da momentan leider auch in einer etwas vertröstenden und wartenden Stellung, dass wir einfach warten, wann wird diese große Frage geklärt, wie wir rechtssichere Online-Prüfungen durchführen können. Was Präsenzprüfungen angeht, gibt es ja ganz strenge Auflagen. Da empfehlen wir momentan auch den Dozierenden, wenn sie dazu Fragen haben, sich auch viel an ihre Fakultäten zu richten, zu wenden, weil das ja auch immer eine räumliche Frage ist. Wie kann man das räumlich hinbekommen? Wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Aula-Raum nimmt, man berücksichtigt alle Vorgaben, dann ist es mitunter der Fall, dass nur 10 Leute auf einmal in diesem Raum geprüft werden können. Das ist also eine sehr große organisatorische Frage, wie wir das hinbekommen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Plan eigentlich, solche Prüfungen in großen Räumen durchführen zu lassen. Also es gibt in dem Sinne noch keine einheitliche Richtlinie und Handreichung dafür. Von daher, wir empfehlen momentan, wenn es wirklich um Präsenzprüfungen geht, empfehlen wir wirklich, sich an die einzelnen Fakultäten zu wenden und nachzufragen, ob es da bereits vielleicht erste organisatorische
Empfehlungen gibt. Nur für Online-Prüfungen können wir, wie gesagt, immer noch sagen, es ist halt die Frage der Rechtssicherheit, die sich noch stellt. Mhm. Ja, Nicole Engelhardt, wie ist die Diskussion in der Fernuni da? Mehr oder minder ganz genauso. Also die klassische Prüfungssituation an der Fernuniversität sieht so aus, dass wir an die Hochschulen, also an andere Hochschulen rangehen und dort die Hörsäle mieten und dann dort Klausuren schreiben. Dieses Szenario fällt jetzt momentan natürlich auch für uns aus und auch wir prüfen jetzt gerade andere Räumlichkeiten, also die in unserer eigenen Verfügbarkeit liegen. Das sind unsere Regionalzentren, die sind aber sehr klein oder deutlich kleiner als jetzt Hörsäle. Und auch da haben wir natürlich mit genau den gleichen Restriktionen zu kämpfen wie jede andere Hochschule auch. Aber auch das Thema Rechtssicherheit ist ein ganz großes Thema und da warten wir genauso auf die gleichen Entscheidungen wie letzten Endes alle anderen auch. Was wir darüber hinaus versuchen gerade anzugehen, allerdings erstmal nur in einem Pilotvorhaben und dann müssen wir auch schauen, taugt das überhaupt langfristig? Das ist, dass wir jetzt uns mit dem Thema Proctoring auseinandersetzen, um zu schauen, gibt es nicht vielleicht perspektivisch ein Setting, wo Studierende auch von zu Hause aus Klausuren schreiben könnten. Das ist für uns natürlich als Fernuniversität ein sehr attraktives Szenario, birgt aber ein ganz hohes Potenzial an Datenschutzfragen, an IT-Sicherheitsfragen, an prüfungsrechtlichen Fragestellungen, die alle vorher geklärt werden müssen. Technisch ist das Ganze relativ trivial dagegen, kann man schon fast sagen, so dass wir da jetzt auch noch keine großen Erfolge oder Ähnliches verkünden können, sondern es ist erstmal ein Weg, wo wir versuchen wollen, uns jetzt dran zu orientieren oder den wir jetzt einschlagen wollen. Genau. Genau, also die Möglichkeit, Online-Prüfungen, mündliche Prüfungen per Videokonferenz zu machen, das, glaube ich, hat sich ja doch schon recht etabliert und ist auch durch die jetzige Hochschulverordnung zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ja auch nochmal explizit bestätigt worden, wenn ich das richtig interpretiere. Die andere Frage ist, ob man auch Klausuren sozusagen an einem PC vor Ort entfernt realisieren kann, überwachen lassen kann. Da gibt es ganz ausgefuchste Systeme, nicht international, aber im Grunde genommen bleibt da wirklich die Frage, bisher war das sozusagen auch der Druck nicht so groß, ne? Da kann man ja immer irgendwo Räume anmieten, Prüfungen durchführen zu lassen. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass zum Beispiel für eine Fernuni praktisch für die 80.000 Studierenden im letzten Semester ja eigentlich alle Prüfungen einfach ausgefallen sind, nicht? Und sozusagen, also bitte außer Master, schriftlichen Masterarbeiten, solche Fällen. Aber das ist, wenn man das sozusagen für ein Unternehmen betrachtet, ja nun eigentlich schon ein ziemliches Drama, oder? Ja, gut. Ich meine, das Drama, das wir, glaube ich, alle gerade gemeinsam tragen, ja. Es gibt sehr schöne, also worüber ich mich einfach freue, ist, dass es da auch nochmal andere Ideen und andere Gedanken gibt. Und eine Fakultät ist dem Ganzen aktuell nachgekommen, indem sie Open-Book-Klausuren jetzt gerade schreiben lassen. Also das ist, letzte Woche sind die gestartet und die laufen auch momentan noch. Das funktioniert im Prinzip wie ein Hausarbeiten-Workflow, ist allerdings auf ein Zeitfenster von 2 Stunden begrenzt. Mhm. Also die haben die Öffnung der Prüfungsregelungen quasi da jetzt auch entsprechend genutzt. Und aus didaktischer Sicht finde ich das eigentlich sehr schön, dass man auch diesen Schritt geht. Nichtsdestotrotz, er wird nach wie vor sehr heftig auch diskutiert und könnte man das langfristig machen? Also da sind sich die Personen auch noch nicht so ganz einig drüber, ob das ein langfristiges Setting sein kann, aber es ist eine Möglichkeit, um jetzt in der Situation erstmal darauf zu reagieren und um etwas Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, aus didaktischer Sicht finde ich sogar super. Ja, genau. Also das ist momentan, glaube ich, schon noch eine Achillesferse, die wirklich schwierig ist.
Wir als am Learning Lab haben schlicht und einfach die Prüfungsformate kurzfristig geändert und haben gesagt, eben, na gut, dann gibt es eben keine Klausuren, dann gibt es eben mündliche Prüfungen oder andere Formate. Wir mit unseren überschaubaren Studierendenzahlen sind natürlich in der Lage, das kurzfristig auch anzupassen. Aber wie gesagt, für eine Hochschule mit vielen tausenden Studierenden, die einfach dann die Prüfungen absagen müssen, das ist schon dramatisch. Wenn ich mir vorstelle, unsere weit über 10.000 Lehramtsstudierenden, die eben halt in Hallen, in der Grugerhalle Prüfungen durchführen, die so sich sicherlich nicht durchführen lassen werden, das wird schon noch schwierig und wird schon noch spannend, wie man das bewältigen kann. Also da bin ich gespannt, da wird dieses Semester sicherlich noch weitere Fragen aufwerfen. Das sind aber ja nicht nur prüfungsrechtliche Fragen, sondern Nicole Eng hat das angesprochen, auch prüfungsdidaktische Fragen, wie man damit umgehen kann, wenngleich eben halt sicherlich das immer eine Frage auch in der Menge letztlich sich anders darstellt als eben in übersichtlicheren Gruppengrößen. Ja. Gut, also das wird sicherlich uns weiter beschäftigen. Und damit komme ich eigentlich schon zur letzten Runde und Frage. Was ist eure Prognose? Was bedeutet das alles für die Zukunft der Hochschule? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir ein paar Monate weiterdenken, wenn wir an das nächste Jahr denken, wird Hochschule wieder zurückkehren in den üblichen Trott oder wird diese Erfahrung doch auch die Hochschule verändern? Nicole, was glaubst du, ist das für euch eine Frage? Durch unser anderes Verhältnis zum Digitalen wird das auch für die Lehre in der Fernuniversität möglicherweise eine Veränderung bedeuten oder ist das einfach nur eine Krise jetzt? Also ich bin ja ein klein wenig so die Idealistin. Von daher, ich hoffe tatsächlich, dass es uns ein bisschen pushen wird und dass es uns bestärkt in dem, was wir die letzten Jahre quasi schon vorangetrieben haben. Und ich glaube, das merken wir einfach auch gerade, dass wir schon ein recht gutes Fundament für die Online-Lehre einfach geschaffen haben. Und die Krise ist für uns jetzt tatsächlich nochmal so ein kleiner Innovationshub, könnte man schon fast sagen, weil dadurch einfach nochmal Themen anders angestoßen werden, die wir sonst vielleicht mit dieser Dringlichkeit noch nicht angegangen wären. Also Proctoring ist jetzt ein Beispiel, was da sicherlich drunter fällt, was für uns als Fernuniversität generell einfach ein wichtiges Thema ist. Und es ist schön, das damit jetzt anstupsen zu können. Das ist so die Perspektive, die ich für die Fernuniversität habe und wo ich schon denke, da wird was, also bei uns wird auf jeden Fall etwas davon bleiben und da werden wir an den Themen auch weiterhin dranbleiben. Für die anderen Hochschulen wünsche ich mir das schlichtweg einfach auch. Also ich wünsche mir, dass so ein bisschen Blut geleckt wird, aber dass auch irgendwann nochmal dieser Moment kommt, das strategisch zu sortieren. Also ich glaube, das braucht es aus meiner Sicht. Also jetzt ist ja tatsächlich sehr viel in der Krise, sehr viel ad hoc und jeder macht so seins, was momentan okay ist, aber was irgendwann nochmal zusammengeführt werden muss, damit man wieder so einen roten Faden für die für den Studiengang oder Fakultät oder welche Einheit man auch immer wählen will, hat, der dann wieder leichter handhabbar wird. Und das finde ich einfach schön, wenn wir das auch durch diese Situation erreichen könnten. Ja. Vielen Dank. Laura Otto, was ist der Gedanke, was haben Sie für Gedanken für die Uni Duisburg-Essen, für eine Präsenzhochschule? Hat das Bedeutung für die Zukunft oder ist es nur eine Krise, die wir bewältigen müssen? Also ich sehe das sehr ähnlich. Also ich hoffe wirklich inständig, dass dem ganzen E-Learning-Bereich jetzt ein großer Push gegeben wird. Wir hören öfter mal Verunsicherungen auch von Seiten der Lehrenden. Es werden Fragen gestellt wie, ja, wir bleiben doch aber eine Präsenzuniversität langfristig. Und so, ja, das bleiben wir auf jeden Fall. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also es gibt wunderbare Blended-Learning-Formate. Es gibt wunderbare Inverted-Classroom-Konzepte. Also die Präsenzlehre schließt ja wirklich nicht den Einsatz digitaler Formate und digitaler Medien aus. Und da hoffe ich einfach, dass, da hoffe ich auch, dass viele Lehrende Blut geleckt haben in gewisser Sicht,
Ich meine, es haben sich ja auch viele Lehrenden wirklich sehr intensiv nun damit beschäftigt. Und es wurde ja auch schon sehr viel Arbeit in die Produktion von Lernvideos etc. reingesteckt. Und da glaube ich wirklich, dass das auch weiter fortgeführt wird. Einfach weil sehr viel Energie in letzter Zeit, auch wenn es ein bisschen gezwungen war, investiert wurde in E-Learning-Formate. Zumal wir halt auch gerade wichtige Themen anstoßen konnten. Zum Beispiel haben wir die Zeit genutzt, um einige Handreichungen für die Erstellung von barrierefreien Dokumenten zu veröffentlichen. Und das sind Punkte, wo ich wirklich glaube, diese Themen haben jetzt mehr Beachtung erfahren. Und ich denke nicht, dass das ungeachtet bleiben wird. Zumal die Digitalisierung ja doch ein sehr, sehr zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und da kann sich, glaube ich, keiner entziehen. Sehr schön. Danke für Ihre Statement hier auch nochmal für die Überlegungen, wie das Ganze weitergehen kann, in die Zukunft sich vielleicht entwickeln kann. Wir wären damit mit unserem Interview zu Ende. Vielen Dank an Sie beide für die interessanten Einblicke in die Praxis der Beratung und der Hochschullehre an der Fernuniversität und der Universität Duisburg-Essen. Ich werde jetzt die Aufzeichnung zunächst beenden. Vielen Dank.